David, du hast dich heute entschieden, dein Doppelkinnfett absaugen zu lassen. Wir haben eh schon länger darüber gesprochen. Was wir heute vorhaben, ist eine Operation, die in zwei Teile geteilt ist. Zum einen die Fettabsaugung und zum anderen die Straffung des Kinns. Warum hast du dich denn dafür entschieden? Naja, das überschüssige Fett beim Kinn hat mich schon länger gestört und ich konnte es auch nicht durch regelmäßigen Sport wegtrainieren und das ist eigentlich der Grund. Stimmt, du bist jung, aber trotzdem stört manchmal sehr wohl, wenn die Kinnlinie nicht perfekt konturiert ist und das Kinn verschwommen ausschaut. Wir gehen jetzt dann in den Operationssaal, die Schwester Franziska wird dich übernehmen, dich waschen und dann erkläre ich dir auch Step by Step, was wir tun. Okay? Ja, super. Gut, bis gleich. Ich zeichne jetzt hier die Areale an, die wir dann nachher Fett absaugen werden. Die Sticheln werden dann hier sein. Ein Stich hier und ein Stich hier. Gut. Lieber David, wir fangen jetzt an mit der sogenannten Tumeszenzanästhesie. Da kann ich dir mit ganz kleinen Nädelchen die ganze Halsregion betäuben. Ich zwick dich, dass du nichts spürst. Geht's für dich? Mhm. Super. So. Und jetzt beginnen wir mit dem Pumpen von der Lokalanästhesie. Es wird ganz langsam in deinen Hals gepumpt. Spürst du schon? Mhm. Das ist ein Gefühl, dass ein bisschen eine Spannung entsteht. Wichtig ist auch bei dieser Lokalanästhesie, dass die Fettzellen wunderbar die Flüssigkeit aufnehmen, quellen und dann viel mobiler sind für den zweiten Schritt der Operation, die Absaugung. Ist ein bisschen unangenehm, gell? Aber wehtun tut nichts. Na. Gut. Die Lokalanästhesie ist jetzt wunderbar eingewirkt, das Kinn ist weich und wir beginnen jetzt mit dem zweiten Schritt der Absaugung. David, spürst du irgendwas? Nein, gell? Mhm. Zwei kleine Einstiche. So. Wir beginnen jetzt mit dem eigentlichen Teil der Fettabsaugung. Ich verwende eine Vibrationsfettabsaugung. Die einfach verhindert, dass es zu Dellen kommt. David, alles gut? Mhm. David spürt ein leichtes Vibrieren, hat aber keine Schmerzen, spürt einfach, dass ich da etwas mache, aber ohne Schmerzen. Mit dem Laser, weil wichtig ist natürlich, dass das Kinn jetzt nicht nur abgesaugt ist, vom Fett befreit ist, sondern dass auch das Bindegewebe gestrafft wird und der David sich besonders freut über die nächsten Monate, wo immer mehr und mehr Bindegewebe gebildet wird. So, die Brille bitte. Ich arbeite hier mit einem Neodymiac-Laser. Der Neodymiac-Laser wird im Gewebe ungefähr 50 bis 55 Grad erreichen. Dadurch zieht sich spontan das Bindegewebe zusammen und über die nächsten 8 bis 10 Monate wird sich neues Bindegewebe bilden. So. Durch die kleinen Löcher, die ich schon gesetzt habe für die Fettabsaugung, gehe ich noch einmal für die Laserstraffung ein. Thank you.
Gewebe jetzt wirklich schön erwärmt, dass es dann zu einer schönen Straffung kommt. So, David, wir sind jetzt fertig mit dem Eingriff. Was hattest du die ganze Zeit für ein Gefühl an und für sich entspannt? Ja, sehr angenehm. Mhm. Also David hat keine Schmerzen gehabt und glaube ich, es war okay.